Hallihallo und herzlich willkommen zu Rollercoaster Tycoon. Ja, wir spielen heute den zweiten Park, den ersten hatten wir ja abgeschlossen. Und diesmal gehen wir zu Dynamite Dunes. So, der Park ist schon soweit gebaut, eröffnet und freier Eintritt. Das klingt doch alles mal nicht so schlecht, würde ich sagen. So, Dille, dann, hallo, ach, ja. Entschuldigung, ich habe zuvor ein anderes Spiel gespielt. Da musste man auf den Boden klicken, dann ging das Menü auf. Aber egal, wir kriegen das hier schon gedeichselt, denke ich doch. So, was können wir bauen? Wir können die Eisenbahn bauen, wir können hier gemäßigte Attraktionen bauen. Ja, wir können Achterbahn bauen, allerdings haben wir schon eine. Und eine Wildwasserbahn können wir auch schon bauen. Und das ist ja gar nicht schlecht. So, was ich immer gerne mache, ist bei dieser tollen Achterbahn, die es hier schon gibt und wunderbar läuft an sich, gehe ich gerne meist hin und, Moment, drehe ich mal, die ist richtig toll. Allerdings hat sie ein Problem und zwar ist es die Bremsen. Also sprich, wegen der Sicherheit schließe ich die immer und baue sie um. So, und zwar hinten rum, nee, andere Richtung. Rückwärts bitte. So, und dann baue ich hier, zack, einfach noch eine Bremse rein. Die dann auf 6 km/h runterzieht und dann ist gut. Ich glaube, dahinter müsste es auch gleich, hallo, warte mal, Ansicht, unterirdisch, das wäre toll. Oh, das ist also super klein. So, hier ist aber unterirdisch, weil hier haben wir nämlich eine Kurve, dann kommt hier das Teil, was quasi aus der Kurve in die Gerade kommt. Und dann haben wir hier noch die Gerade und dann ist hier die Station. Obwohl, warte mal, hier könnte man vielleicht auch schon eine Bremse reinsetzen. Dann müssen wir nicht so hart bremsen. Die bremst dann mal auf 14 runter und die andere auf 6. So, was man noch machen kann, ist natürlich im Umbaumodus. Das mache ich auch öfter gerne, dass man hier ein bisschen umbaut. Und zwar gibt es hier noch die Gerade. Die könnten wir dann, ja, immer die schöne unterirdische. Da könnten wir zum Beispiel jetzt eine Fotostation reinbauen. Allerdings Actionfoto, genau. Das kann hier nicht gebaut werden. Land muss zuerst erhöht oder gesenkt werden. Okay, das Ding ist zu hoch. Dann müssen wir halt eben um unsere Trickkiste grapschen. Erhöhen das Land um 1 und dann sollte das gehen. Eigentlich. So, Actionfoto bitte. Upp, da ganz unten. Nee, er will immer noch nicht. Erhöhen wir das hier mal. Ach, du willst mich rollen, dann behalt doch deine einfache Schiene. Es ist nicht nett. Das ist nicht nett. Also gut, dann können wir das auch wieder absenken. Moment, das war hier so schräg abgesenkt. Nicht, dass es zu Dings wird. So. Aber irgendwie sollten wir mal eine Gerade finden oder so. Nee. Das wird alles nix. Na gut, dann muss es ohne Actionfoto. Also ich habe jetzt keine Lust, das komplett umzubauen, dass ich da ein Actionfoto reinkriege. Oder aber, was man machen kann, ist allerdings, Moment mal, wenn ich das abreiße und das komplett runtersetze und hier jetzt ein Actionfoto hinsetze. Ja, na also, es geht doch, ich weiß es. So, und dann machen wir hier schräg und da schräg hoch. Ach, sieht doch okay aus, finde ich. So, der Eintrittspreis liegt bei 3 Euro, Actionfoto Nummer 2 Euro. Ja, das kann sich doch sehen lassen, würde ich sagen. Und dann gute Fahrt, ne? So, Dille. Jetzt möchte ich das Bild einmal drehen. Was hier extremst fehlt, sind so eine Kioskpassage. Die werden wir jetzt aber bauen. Sprich, wir werden jetzt hier erstmal Toilette und so weiter nehmen. Und ich würde sagen, die bauen wir hier irgendwie hin. Oder?
ja, so einfach mal mitten im Weg. Die Toilette ist natürlich auch nicht kostenlos, sondern kostet mal eben ja 50 Cent oder Pfennig. In dem Fall ist ja noch D-Mark. Die gute alte. So, wir können es allerdings auch in Pfund und sonst was umstellen, wenn wir es lustig finden. Finde ich aber nicht. So. Dann was zu trinken dazu, das sollte nicht fehlen. Nee, hoch, nicht runter. 1,80 bitte. Jawohl, im ganzen Park. Und dann kann es hier auch losgehen mit der Nascherei. So, dann hätten wir noch was zu futtern. Nee, erstmal Eis daneben. Das sieht schon wesentlich schöner aus. Ein Eis 1,20 Minimum. Das sollte doch sein. Und jetzt können wir hier so einen lecker Burgerstand noch dazu tun. Sudele. Burger für 2,50. Jawohl. So, jetzt haben unsere schönen Parkgäste hier auch was zu futtern und zu trinken. Das ist doch schon mal wesentlich besser. So, dann noch vielleicht ein paar Parkbänke dazu. Hallo, 1,2, 1,2. Eine Mülltonne mitten rein und noch ein bisschen Licht ins Dunkle. Da fühlen wir uns doch gleich wieder besser. Allerdings müssen wir da jetzt auch ein paar Leutchen einstellen. Komm, du bist heute mal in Gelb. Passend zur Bodenfarbe hier. Moment, dann schmeiße ich hier hinten noch einen ab. So, naja, ein Tier, was hier reinpasst ins Szenario, würde ich sagen, ist doch eher, Moment, das kann man nämlich hier auswählen, ein Tiger, oder? Ein Tiger in der Wüste, hat man bestimmt schon mal gesehen, irgendwo. So, der läuft natürlich hier vorne nur rum, im Eingangsbereich quasi. Sodele. Und dann brauchen wir noch Mechaniker und so weiter. Am besten gleich zwei. Weil wir werden ja jetzt gleich hier neue Attraktionen etc. aufbauen. So, und die Putze, die darf heute mal in Orange kommen. So, auch wieder passend zur ja, schönen Dünen- und Wüstenszenario. So, jetzt schließen wir mal alle Fenster hier. Geht übrigens mit Backspace, dass man einfach so zack, zack, zack die Fenster schließt. Finde ich sehr schön gemacht. So, genug geräuspert, meine Herren. Manchmal ist es auch schlimm, wenn man so einen Frosch im Hals hat oder sowas. Naja, aber egal. Wir werden jetzt erstmal ein paar gemäßigte Attraktionen hier vorne hinbauen. Ich will mal näher ranzoomen, aber das geht nicht. Schade eigentlich. Aber egal. So, was machen wir zuerst? Jahu, ein Gruselhaus. So, dann drehen wir das Ganze mal hier ein Stück. Und machen dann hier den Eingang, da den Ausgang. Okay, warum nicht? Und das Ganze kostet natürlich nicht nur einen Euro. Nein, es kostet 2,50 oder so was. Ja, okay, 2,50, das sollte genügen. Und jetzt haben wir schon mal ein Gruselhäuschen. So. Mit schönem grünen Weg. Hier am Überlegen, mache ich das hier zu den Palmen hin? Ich glaube so, ne? So, und du kriegst hier auch den schönen braunen Schotterweg. Man könnte allerdings auch den hellen nehmen, allerdings hell auf hell, ne? So weißer Adler auf weißem Grund. Das ist immer so eine schöne Sache, dann sieht man nachher nicht mehr, wo die Wege sind. So, als zweites darf natürlich nicht fehlen das schöne kleine Karussell für die Kinder, damit die Erwachsenen auch auf die Achterbahn können. Naja.
Das wär's ja, ne? Das Kind beim Karussell absetzen und dann, yay, auf die Achterbahn. So, das kostet natürlich auch 2,50, aber die Farbe gefällt mir noch nicht so richtig. So ein bisschen quietschgelb mit Blau oder so. Ja, das sieht doch schon mal quietschgelb aus. Und nun haben wir endlich ein bisschen Musik hier. Boah. So, einen grünen Fußweg noch dazu. Die Palme stört hier ein bisschen. Das ist doof. Naja, aber irgendwie müssen wir es ja deichseln. Und noch haben wir ja nicht so viel mehr. Oder wir machen es ja, genau, anders hier, dass wir hier diesen Weg nehmen. Und dann hier lang. So. Geht doch auch. Weil die Palmen will ich jetzt nicht unbedingt abreißen. Tja, was anderes haben wir noch nicht. Wir haben noch eine Achterbahn etc. Ah, guck mal, der hier, den könnten wir doch hier auch auf die andere Seite bauen. Eingang, Ausgang und dann geht's los. Du. Einmal ein Yell für mittelmäßige Attraktionen. Und da ist schon wieder eine Palme im Weg. Immer diese Palmen. Naja, egal. So. Sorry, wenn das so ein bisschen gehackt kommt teilweise. Aber ich spiele es hier leider im Fenstermodus. 4 zu 3 Auflösung. Und es ist so ein bisschen krepelig, ne, mit dem Gucken. Aber na gut. Ich denke mal, wir kriegen das alles hin. So. Ich will immer noch reinscrollen. Das geht nicht. Lernen ist doch endlich. So, jetzt bauen wir mal endlich mal was Schönes. Und zwar eine erfrischende Achterbahn. Oder besser gesagt. So, und zwar rückwärts bitte. Bauen wir jetzt hier eine schöne Wasserrutsche. Ich glaube, in der Wüste findet man das bestimmt toll, mal nass zu werden. Okay, die Höhe passt schon mal. Ich dachte schon, nee, das könnte problematisch werden. Aber sieht bislang erstmal gut aus. Jetzt könnten wir auf die andere Seite quasi runter. So hier. So, Höhe ist 8. Wunderbar. Die andere Seite bitte. Rechts rum und dann geht's hier mal durch den Berg, würde ich sagen. Und da könnten wir dann auch noch mal theoretisch das Ganze, ja, zack, zack, noch mal tiefer bauen. Und da vorne kommt die Achterbahn. Da müssen wir drum rum kommen. Sonst haben wir ein kleines Problem. Ich sehe sie gerade gar nicht mehr. Das kann hier nicht gebaut werden. Okay. Das auch nicht.
Kommt die irgendwo nochmal wieder raus? Ach Gottchen, nach unten sind wir. Okay. So. Kommen wir hier wieder raus? Oh, zu hoch für die Stützen, okay. So, jetzt aber. Welche Höhe haben wir denn da hinten? 15. Wir sind auf 11. So, hier jetzt rum und dann wieder aufwärts. Langsam sollten wir mal zum Ende kommen. So, 14, 15 gerade und rum. Na, perfekt. Sind wir doch da wieder angekommen, wo wir da gestartet sind. So, jetzt muss ich mal schauen mit Eingang, Ausgang. Vielleicht hier der Eingang. Meine Stimme kommt auch bald wieder. Und hier der Ausgang. Ja, das sieht doch nach einer schönen Wasserrutsche aus hier. Hütte oder Wildwasserbahn. Ah ne, die sollte blau sein, weil mit Wasser und so, ne? Dann nehme ich meistens die blauen Teile. Und jetzt müssen wir einen schönen Weg bauen bis zum Ausgang. La 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 la. So. Das habe ich früher total gerne gespielt, das Spiel hier. Moment mal, das ist aber... Na gut, dann müssen wir es so machen, ne? So. Und dann gerade. Und jetzt... Das gehen wir auch in die Richtung runter. 1, 2, gerade. Nach da, in die Richtung wieder runter. Und das dachte ich mir schon gerade. Und in die Richtung runter, 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 gerade. Wunderbar. So. Sollten wir einen Preis festlegen, sagen wir auch wieder so 3 Euro, ne? Oder 3,50. Ja, und dann können wir natürlich auch auf die Wertung und so weiter gespannt bleiben. Na, heute habe ich es mit ein paar Tippen, ne? Splitsch, Splatsch. So, alle sind wir nass. Ich glaube, ich mache es doch noch ein bisschen teurer. Sagen wir mal 4,80. Mal schauen, ob die Leute auch dafür reingehen. Aber da hinten fährt schon der erste. Das ist nicht schlecht. Jo. Scheint aber gut zu laufen bisher. So, Dille, dann werden wir mal schauen in die Finanzierung und so weiter. Freier Eintritt in den Park ist Blödsinn, halber Eintritt ist noch bekloppter. Weil bezahlen sie die Hälfte von nichts, ja, ein halbes nichts. Gratis Gutschein für Speisen und Getränke, ja, das ist doch schon mal was. Getränke, nee, nehmen wir das Eis, das ist am billigsten. Und ein Eis in der Wüste, das will doch jeder haben. So. So, ein bisschen Werbung für eine Attraktion. Machen wir hier Splitschplatsch. Und dann, ja, 4 Wochen. Und schon haben wir gleich kein Geld mehr. So, sonst noch was? Ja, für den Park bestimmte Attraktionen. Achso, nee, Splitschplatsch ist gratis. Okay.
So, dann würde ich mal in die Forschung reinschauen. Was forschen wir denn Schönes? Achterbahn, aufregende, gemäßigte Lädenstände. Ich glaube, Landwirtschaft brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Verbesserung von Attraktionen auch nicht. Und wir gehen mal auf, ja, normale Finanzierung erstmal, weil wir haben noch nicht so viel Geld.